im Reich der Pflanzen. Hallo und herzlich willkommen. Es leuchtet hier. Sie werden jetzt reif, die Penis-Chili. Es ist so genial anzusehen, dass wir es tatsächlich geschafft haben, sie jetzt über den Winter hier im Haus blühen zu lassen, fruchten zu lassen und auch ausreifen zu lassen. Das ist so genial. Ja, eine richtig hübsche, schicke Chili. So, Tomaten ganz kurz. Wir haben jetzt zwei Varianten. Einmal in der Erde und einmal in der Erde. Die steht unter Zusatzbeleuchtung und die steht in der Küche bei uns. Ohne Zusatzbeleuchtung, direkt am hellen Fenster. Ab Mittag bekommt sie Sonne. Habe ich so als Vergleich jetzt mal gemacht, damit wir mal sehen können, wie die beiden Pflanzen sich dementsprechend entwickeln. Damit wir das Ganze gemeinsam begleiten können im Laufe des Jahres und davon vielleicht das eine oder andere mitnehmen können. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt tatsächlich den Hydroponikdünger in drei Komponenten. Die Deklarierung ist in Deutsch zu lesen, allerdings ist die Anwendung nicht in Deutsch. Die ist in Englisch zu sehen, kurz hier oben beschrieben, wie man welchen Dünger anwendet, in welchem Mischungsverhältnis von Sämlingen bis zum kleinen Pflanzen, bis zum Blühen und bis zum Ausreifen der Früchte und dergleichen. Das verstehe ich allerdings nicht. Ja, mein Englisch ist nun mal nicht so gut. Ist halt Tatsache so. Jetzt muss ich herausfinden oder gucken, wie ich jetzt die deutsche Beschreibung bekomme, damit ich da keinen Fehler mache, denn es ist doch sehr verwirrend, wenn man sich das Ganze durchliest. Ist nun mal so de facto, aber ist ja nicht schlimm. Der Dünger läuft uns ja nicht weg. Wir haben ihn zumindest schon mal, um dann dementsprechend das Ganze anwenden zu können, wenn wir es denn hinbekommen. So, dann geht es heute um neue Aussaaten. Ich habe mir neue Samen besorgt. Und ich werde euch die Samen, zumal die Pflanzen dementsprechend, ne, doch die Samen, lol, vorstellen und dann werden wir sie heute gemeinsam zur Aussaat bringen. Ich denke mal, das eine oder andere Interessante könnte vielleicht dabei sein. Ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Bevor wir mit den neuen Sachen anfangen, zeige ich euch nochmal ein kurzes Update. Habe ich euch gestern schon gezeigt, das ist die Baumwolle. Heute Morgen steckte sie noch in der Samenhülle drin, war also noch nicht ausgebreitet. Und ich habe sie eingesprüht heute Morgen dann und innerhalb von 2 Stunden haben sich die Keimblätter jetzt hier herausgeschoben. Sind noch geschlossen im Moment und noch interessant zu sehen, es ist tatsächlich ein zweiter Samen am Keimen, wie man hier sehr schön sehen kann. Ja, also Baumwolle, coole Sache. Bin mal gespannt, wie sie sich im Laufe des Jahres entwickeln werden. Ich hoffe, dass wir mal einen warmen Sommer bekommen, denn sie sollen nach draußen, aber sie vertragen keine kühlen Temperaturen. Also 10 Grad ist nicht so der Burner für diese Pflanzen. Die brauchen schon ja plus 15 drüber steigend dementsprechend. So, das ganz kurz zur Entwicklung der Baumwolle. Dann kommen wir jetzt zu einer Pflanze. Ein Sternfruchtbäumchen. Ja, das war die letzte Aussaat, die ich gemacht hatte. Die Keimung hat, glaube ich, fast 2 Monate gedauert. Und dann hatte die Pflanze auch ein bisschen rumgezickt. Aber mittlerweile ist sie wunderschön grün geworden und wächst langsam und verhalten. Sie darf allerdings nicht viel gedüngt werden. Da müssen wir wirklich aufpassen. Und ja, auch nur gießen, wenn es wirklich nötig ist. Man ganz austrocknen sollte der Boden auch nicht. Aber diese Pflanzen mögen nicht in nasser Erde stehen. Und da sie ja nun mal ganz klein ist, dauert es natürlich dementsprechend auch, bis das Ganze hier ja verbraucht ist in dem Sinne. So, mal eben gucken. Am 3.12. war die Aussaat. Die haben wir trocken ausgesät, den Samen. Und am 30.01. war dementsprechend die Keimung. Ja, Samen trocken, tralala. Und wir hatten die Erde hier gespült damals. Jetzt ist es ein bisschen zu weit weg, zu nah. Dreimal hatten wir sie gespült mit Osmosewasser. Wir hatten dann noch einen Mikrosiemenswert von 450. Das war damals die Biogrow-Erde. Und da die zu starke Salze in der Erde hatte, habe ich sie dann damals gespült. Und das war auch gut so, dass wir das gemacht haben. Dementsprechend können wir das mitnehmen, wenn wir so Erde haben, die für Pflanzen eben nicht so geeignet ist. Dann spülen wir sie einfach mit Osmosewasser, destilliertem, entmineralisiertem oder auch Regenwasser durch ein paar Mal. Und dementsprechend können wir den Mikrosiemenswert senken, indem wir die Salze einfach herausspülen und dann können die Pflanzen tatsächlich auch in dieser Erde wunderbar wachsen. So, dann kommen wir zum nächsten. Ja, okay, das sind jetzt die Ficus religiosa. Ja, Buddha-Baum, wachsen wunderschön hier drin. Das Gefäß ist offen. Dann müssen wir mal kurz reingucken. Ja, ich habe irgendwie den Anschein, dass es Unkraut hier. Ja, ist so. Sieht irgendwie aus wie Unkraut, das draußen wächst, nicht wahr? Müssen wir weiter beobachten, wie Pflanzen sich entwickeln, ob das wirklich Ficus religiosa ist oder tatsächlich irgendein anderes Zeug. Naja, auf jeden Fall sind sie wunderschön am Wachsen, die Ficus religiosa. Die haben wir damals bei 25 Grad Bodentemperatur zum Keimen gebracht.
Die Aussaat war am 30.01. Ja, 30.01. und am 1.02. sind sie gekeimt. Ja, das ist also interessant. 13.02. Das war dann wahrscheinlich der zweite Samen, der gekeimt ist. Ja, also die Keimung lief wunderbar. Wachstum bisher auch okay, würde ich sagen. Also in diesem System funktioniert es auf jeden Fall wunderbar. Also der Deckel ist nicht verschlossen, er ist offen hier. Aber ansonsten, tja, müssen wir beobachten, was da irgendwann mal bei rauskommt. Dann zeige ich euch die jetzt auch nochmal. Das sind die Mini-Chilis, die wir damals ausgesät hatten. Das war Terra 1, also die ungedüngte Variante ohne Nährstoffe. Ich hatte sie schon mal zweimal ganz leicht aufgedüngt. Allerdings das Aufdüngen hier nicht ganz so einfach, denn wir dürfen das Substrat ja auch nicht übernässen. Von daher werde ich den gleich kurz düngen. Ich zeige euch auch, wie ich das mache. Die meisten werden es zwar schon wissen, aber nun ja, ich würde sagen, das machen wir gleich kurz gemeinsam. Und dann zum Vergleich zeige ich euch mal die Geschwisterchen. Das sind diese hier. Also diese sind schon wesentlich größer. Und bei der hatten wir vor kurzem das Phänomen, ach, kann man so schon sehen. Okay, brauche ich keine neue Einstellung machen, das ist auch mal schön. Und zwar hatten sich am Wurzelansatz Wurzeln entwickelt. Man sieht das hier, dieses Weiße, was hier herauskommt. Das sind die Wurzeln. Und da habe ich ja gesagt, ich werde hier ein bisschen Erde nachfüllen, damit die Pflanze mehr Stabilität bekommt und dementsprechend auch besser wachsen kann. Also ich denke, man kann es so schon ganz gut erkennen. Ja, hat sich gelohnt, die Erde aufzufüllen. Dementsprechend entwickeln sich jetzt die Wurzeln und die Pflanze bekommt mehr Stabilität und kann dementsprechend dann natürlich auch besser sich entwickeln hier in dem Topf. Die Mini-Chili. Das Erlenbäumchen. Ja, die Samen lagen damals 4 Tage im Wasser. Wir hatten ja so einen Test gemacht, um den pH-Wert zu senken mit Erlenzapfen. Und ja, dort war dann ein Samen gekeimt. Den habe ich dann hier hineingekriegt, gelegt. Schärfe kriege ich gerade nicht so, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, einer ist dann tatsächlich gekeimt, die anderen bis jetzt noch nicht. Ich werde noch ein paar Tage warten. Wenn sich da nichts mehr entwickelt, dann lass das Ganze einfach so sich weiterentwickeln. In dem Sinne wachsen unser Erlenbäumchen. Kommen wir jetzt zur Rhabarberpflanze, zu den Sämlingen beziehungsweise. Heute Morgen waren sie noch alle verschlossen, also überall noch die Samenhüllen drauf. Der ist gerade abgefallen, auch die habe ich eingesprüht heute Morgen. Und auch die Samenhülle ist gerade hier abgefallen. Ja, es geht dann doch manchmal relativ schnell, also genial. Also das ist sowas von genial, dass das geklappt hat hier. Und zwar möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, wir hatten die einen hier eingeweicht für 12 Stunden im Wasser. Das sind diese hier. Und die anderen hatten wir trocken ausgesät. Das sind dann dementsprechend diese hier. Ja, also man sieht, auch wenn man sie trocken aussät, fangen sie dann tatsächlich an zu keimen. Also braucht man sie nicht einzuweichen. Gegebenenfalls einfach in den Gartenboden direkt aussehen und dann wachsen die Rhabarberpflänzchen. Ja, warum ich die jetzt zeige? Natürlich einmal um zu zeigen, nicht wahr, weiß Bescheid. Und weil wir heute natürlich die Auslosung machen von den Rhabarbersamen, die ich verlost habe. Dann düngen wir sie jetzt mal gemeinsam auf. Ich habe mir gerade ein paar Gedanken gemacht. Eigentlich wollte ich es anders machen, aber wir werden es jetzt so machen. Wir haben hier keine Wurzeln, keine sichtbaren Wurzeln. Es ist nichts zu erkennen. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil wenn man kein Wurzelwachstum sieht, weiß man ja auch nicht, wo die Wurzeln sind, nicht wahr? Von daher müssen wir hier ein bisschen vorsichtig vorgehen. Wir haben jetzt hier in diesem Bereich einen etwas größeren Platz, sage ich mal. Und wir nehmen uns jetzt ein Wattestäbchen und tauchen das in das Düngerkonzentrat, Vuxal Universal. Und dann werden wir den Dünger jetzt hier in den Topf platzieren. Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu nah an die Wurzeln kommen. Von daher, weil sie halt nicht viele Wurzeln haben. Nicht wahr? Ist nochmal so gegeben jetzt. So, dann drückt man das Ganze einfach vorsichtig bis zur Hälfte ungefähr in den Topf hinein. Und dementsprechend haben wir jetzt den Dünger positioniert. Ganz kleinen Schluck nur. So, das sollte erstmal ausreichen. Denn wir können hier halt nicht zu viel gießen, weil wir hier nun mal, ja, nicht, also weil wir halt kleine Pflanzen haben, die nicht viel verbrauchen, nicht wahr? Weiß Bescheid. So, ja, dann warten wir mal ab, wie die kleinen Pflänzchen sich jetzt entwickeln. Wobei, sie stehen hier noch in Warteschlange, die brauchen wir für ein anderes Projekt. Und von daher wollte ich sie nicht wegtun, ansonsten wäre es natürlich Quatsch, hier zu behalten. Wir haben ja schon genug davon. Aber nun ja, dann beobachten wir die Pflänzchen jetzt erstmal weiter. Auf die Plätze, fertig, los. Baumwolle, lol. Ja, okay. Ich habe sie mir bestellt, weil die Pflanze hier am Bild sieht irgendwie anders aus als die Pflanzen, die ich jetzt hatte letztes Jahr. Von daher dachte ich mir, okay, dann bestellst du die mal. Vielleicht wächst sie ja tatsächlich ganz anders. Aber ganz wichtig ist, also sie brauchen wirklich Wärme, nicht wahr? Also die können wir nicht einfach so im Kalten draußen stehen lassen. Das mögen die überhaupt nicht. Dessen müssen wir uns auf jeden Fall bewusst sein.
Ups, was ist denn das? Eier am Baum? Oh mein Gott. Ja, hier wachsen Eier am Baum. Wer hätte sich das gedacht, dass es sowas überhaupt gibt? Also ich habe sie noch nie gehabt bisher. Ich meine, ich kenne sie natürlich als, ich weiß Bescheid. Man hört ja und nicht wahr, sieht auch mal was, aber selber gehabt habe ich es noch nicht. Und von daher dachte ich mir, okay, warum nicht mal einen Eierbaum? Mal gucken, ob wir die in die Pfanne bekommen. Auf jeden Fall, denke ich mal, wird auch das eine sehr interessante Geschichte im Laufe des Jahres zu sehen, was sich da entwickelt hier aus den Samen, die hier drin sind. Erdnüsse selber heranziehen. Ja, ich habe schon mal versucht, hat nicht funktioniert. Ich habe mir schon mal Samen aus dem Vogelfutter und hast du nicht gesehen, hat irgendwie alles nicht hingehauen. Und von daher dachte ich mir, dieses Jahr bestellst du dir Samen. Die müssen ja wohl keimfähig sein und wachsen können. Und von daher werden wir dieses Jahr hoffentlich mal Erdnüsse, nicht wahr? Nüsse in der Erde uns heranziehen können. Ein bisschen Erfahrung habe ich jetzt schon sammeln können im Laufe der Zeit. Ich habe mir schon einige Filme angeguckt, weil andere Garten-YouTuber haben das Ganze schon mal gemacht. Und von daher habe ich jetzt so ein bisschen Erfahrung schon mitgenommen, weißt du, worauf ich achten muss und was wichtig ist. Und von daher denke ich mal, dass das vielleicht eine richtig coole Geschichte sein könnte. Wir brauchen hierfür allerdings einen, ja, sehr breiten Topf. Aber okay, das sehen wir dann im Laufe der Zeit. Erstmal müssen wir uns vorziehen und dementsprechend machen wir das hier natürlich im Haus, ganz klarer Fall, denn auch Erdnüsse brauchen sehr viel Wärme. Ja, und dann haben wir noch etwas. Das schiebe ich jetzt einfach mal so rüber. Das ist das hier. Ja, Riesenbambus. Wir haben sie bekommen. Soweit ich weiß, sind es Lichtkeimer. Ich versuche es ein bisschen näher ranzuholen. Soweit ich weiß, sind es Lichtkeimer. Auch da werde ich mich noch informieren, richtig. Und dann werden wir auch hier eine Aussaat machen. Vielleicht auch die eine oder andere Testaussaat. Mal zu gucken, wie es am besten funktioniert. Ja, also, wir können gespannt sein auf dieses Jahr. Und warum ich euch das Ganze zeige, werde ich euch noch sagen. Und ich habe noch ein paar andere Samen, aber die zeige ich euch jetzt nicht, weil die sind jetzt vom Aussehen her nicht so spektakulär. Von daher, nun ja, wir werden sehen, was es mit diesen Samen ansonsten noch auf sich hat hier. Ist doch länger geworden heute, als ich dachte. Die Aussaat machen wir in einem der nächsten Filme. Wir haben auf jeden Fall ausreichend Päckchen uns besorgt und dementsprechend werden wir damit auch noch was anderes machen. So, bevor wir jetzt zur Auslosung der Samen von den Rhabarber-Samen kommen, möchte ich ganz kurz etwas erwähnen. Sie sind ja recht schnell gekeimt. Das Ganze ging ratzfatz jetzt, wie wir gesehen haben, überhaupt kein Problem. Man sollte sie aber nicht zu früh heranziehen. Das hier war eine Testaussaat, um zu gucken, ob sie überhaupt noch keimfähig sind, damit ich sie euch anbieten kann, dementsprechend an der Verlosung. Und es hat funktioniert, von daher ist das schon mal cool. Aber sie brauchen ganz, ganz viel Licht, dessen muss man sich bewusst sein. Also wenn man sie im Haus heranzieht, sollte man nicht zu früh damit anfangen. Ansonsten am besten gleich direkt draußen aussehen, zum Frühjahr dann dementsprechend. Und von daher, denke ich mal, ist das die einfachste Variante. Aber wenn man sie vorziehen möchte, geht natürlich. Aber nicht vergessen, sie brauchen dementsprechend Pflanzenlicht. Das ist ganz wichtig, also direkt nur am Fenster, das Licht würde auf keinen Fall ausreichen. Dann schießen sie in die Höhe und dann ist das nicht so der Burner. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz zum PC und machen die Auslosung von den Rhabarber-Samen. Aber zunächst muss ich in dem vorherigen Film, wo ich die Verlosung gemacht habe, das Ganze jetzt einmal reinschreiben, dass ich das jetzt damit dementsprechend beende. Und dann schauen wir gleich mal, welchen Kandidaten oder Kandidatin der Pflanzenfreaks wir gleich hier auslosen. Los, geh mal! Und los geht es. Wir laden jetzt erstmal die Kommentare. Ich habe übrigens unheimlich Summen gerade im Kopf. Ich war gerade draußen. Ja, und die Bienen sind unterwegs wie verrückt. Okay, so, dann würde ich sagen, Random Pick Winner. Und gewonnen hat, hoffe ich jetzt mal. Ja, super. Frankie White, okay. Halli, hallo, Detlef. Ich möchte selbstverständlich teilnehmen. Tja, du bist somit der... Oder die? Ne, ich denke mal der. Erste Gewinner. Okay, der erste. Das heißt, wir machen noch einen, denn ich habe ja nur ausreichend Samen davon hier zur Verfügung. Und Lord Yps, Lord You. Okay, super Video wie immer. Teilnehmen möchte ich natürlich auch gerne. Ja, dementsprechend hast auch du die Samen gewonnen. Okay, komm, machen wir noch einen. Einen machen wir noch. Komm, los. Einen noch. Und der Gewinner ist... Nike B. Ich möchte teilnehmen. Okay, alles soweit gut gelaufen. Auch du hast dementsprechend die Samen der Rhabarberpflanzen gewonnen. Summ, summ, summ. In den Krokussen summt's herum. Ja, ich zeige euch noch ganz kurz, weil es zum einen natürlich total genial aussieht und zum anderen haben wir hier
etwas stehen. Das möchte ich euch dann jetzt zeigen. Das ist das Rhabarberpflänzchen, das vor kurzem herausgewachsen ist, vor dem Frost. Und jetzt nach dem Frost kann man sehen, das Blättchen lebt tatsächlich noch. Hat also die extremste Kälte dementsprechend überstanden. Tja, Rhabarber. Und auch die Rhabarber-Sämlinge, Pflänzchen jetzt in dem Sinne, sind hier herausgewachsen. Das sind die, die wir direkt draußen eingesät hatten. Und auch die haben tatsächlich den Winter überstanden und sind am Wachsen. Ist das nicht schön anzusehen? Die Natur erwacht endlich. Und die Krokusse sehen so schön aus, weil sie stehen in einem Beet, wo bodendeckend etwas Efeu wächst, kleinblättriges, und da sich das ganze Laub sammelt. Das mache ich auch nicht raus, das lasse ich dort drin in dem Beet, denn das ist sehr gut für Pflanzen oder auch für die Erde im Allgemeinen, wenn sie bedeckt ist. Und gerade in solch einem Beet, wo man nicht drin arbeitet und irgendwas machen muss, kann man glaube ich auch ruhig drin liegen lassen. Das verrottet mit der Zeit. Und wie wir gesehen haben, die Krokusse haben sich jetzt trotz der Kälte, der extremen Kälte, die wir hatten, dort sehr gut entwickelt. Auf anderen Plätzen, wo wir Krokusse haben, da hängen die alle runter. Die sind tatsächlich am Punkt unten erfroren in dem Sinne und liegen jetzt auf dem Boden rum. Und dort in dem Beet, wo das Efeu mit dem Laub drin ist, dort sind sie wunderschön am Blühen. Ja, es ist halt so eine Sache, von Jahr zu Jahr mal glückt es, dass es nicht so kalt wird, dann blühen sie wunderschön auch auf der Rasenfläche. Aber Pech, also wie dieses Jahr, wenn plötzlich so ein extremer Kälteeinbruch kommt, dann hat man halt Pech gehabt. In einem solchen Beet, wo das Laub drin liegen bleibt, dort macht Ihnen das in dem Sinne dann halt nichts aus. So, herzlichen Glückwunsch den Gewinnern. Ihr könnt mir jetzt eine persönliche Nachricht schreiben mit dem Kanal, der ausgelost wurde. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und dann kann ich euch die Samen zuschicken. Ja, und ich würde sagen, morgen kommen wir dann zu dem versprochenen Samenpaket. Ein paar Samen habe ich euch ja schon gezeigt jetzt davon. Und dementsprechend werden wir morgen eine neue Verlosung machen. Also nicht heute, also hier brauchst du keinen Kommentar reinschreiben. Sicher darfst du einen Kommentar hier reinschreiben, aber nicht, ich möchte teilnehmen, nicht wahr? Das machen wir dann morgen gemeinsam, wenn alles gut läuft. So, ach so, die Rhabarberpflänzchen draußen, die, wie gesagt, die haben den Winter auch überlebt und sind jetzt am Herauswachsen. Dummerweise habe ich dort eine Dachpfanne draufgeschmissen. Ja, weil ich war am Umgraben und musste dann die Dachpfanne herausholen neben dem Gewächshaus. Und die habe ich dann einfach dort ins Beet reingeschmissen, ohne darüber nachzudenken, dass dort ja noch Rhabarberpflänzchen sind. Und die sind, oder die Dachpfanne ist dementsprechend auf den Pflänzchen gelandet. Nun ja, ist aber nicht so schlimm, sie werden jetzt trotzdem austreiben. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Delafrömisch und viel Spaß mit den Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Ja, es ist ein richtig cooles Jahr und gemeinsam wachsen wir langsam weiter. Danke dafür. So, ich würde sagen, bis morgen. Winke, winke. Ja, dann kann ich mich jetzt an den PC setzen und das Ganze zusammenbasteln. Ja, auf die Samen von dem Eierbaum. Also da bin ich aber so gespannt drauf. Ich meine, ich kenne es, ich habe es auch als Kind, glaube ich, schon mal gehört, dass es sowas gibt. Aber wie gesagt, so eine Pflanze selber hatte ich in meinem Leben noch nicht. Und so Eier am Baum wachsen zu lassen, schlüpfen denn dann die Küken auch, wenn man sie ausbrütet? Lol. Wink, wink, wink.